Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zum ersten Video seit dem Ende von Fluli. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Ich kann es echt nicht glauben, dass ich es geschafft habe, den ganzen Juli hindurch Videotagebuch zu führen und euch jeden zweiten Tag ein Video zu geben und keins zu verpassen. Ich bin so stolz auf mich und ich fühle mich wieder richtig im Flow. Ich finde manchmal, wenn man irgendwie aus dem Rhythmus ist und sich unproduktiv fühlt und sich uninspiriert fühlt, dann hilft auch einfach ein großes Projekt. Lasst uns gar nicht weiter darüber sprechen. Lasst uns direkt mit dem heutigen Video starten. Ich wollte euch zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder ein Favoritenvideo drehen. Ich habe so lange kein Favoritenvideo mehr gedreht, weil ich auch so ein bisschen weg wollte von diesem ständigen Kaufverhalten, Kaufempfehlungen und immer kauf das und so. Diese klassischen Favoritenvideos von damals, wo es vor allen Dingen auch um Make-up und Pflegeprodukte ging. Deswegen habe ich mir so ein bisschen was Neues überlegt für Favoriten und dachte, vielleicht können wir ein bisschen mehr über Sachen sprechen, die ja nicht unbedingt Sachen sind, die man kauft, sondern auch Aktivitäten, Essen, immaterielle Dinge. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, was meine Favoriten sind und Sachen, von denen ich denke, dass sie vielleicht auch euer Leben in irgendeiner Art und Weise bereichern könnten oder dass sie vielleicht ein guter Tipp wären. Kurzer Disclaimer, es gibt auch in diesem Video Produktempfehlungen. Es gibt keine Kooperationen oder so, aber ich werde euch auch Sachen empfehlen, die ich tatsächlich physisch gekauft habe. Also es gibt nicht nur immer immaterielle Favoriten, sondern auch materielle Favoriten. Das Leben besteht halt sowohl aus materiellem als auch aus immateriellem. Und ich möchte natürlich trotzdem eine realistische Darstellung bieten. Ihr könnt mir gerne mal am Ende des Videos in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat und ob das ein Videoformat ist, das ihr wieder regelmäßiger sehen möchtet. Wir sprechen heute über vier Kategorien. Ich möchte euch ein bisschen was über Lieblingsessen, Lebensmittel und solche Sachen erzählen. Über Kleidung, über Aktivitäten und ganz zum Schluss noch über Gegenstände. Starten wir mit meinen absoluten Essensfavoriten, die ihr in der Theorie auch alle in Deutschland erleben könnt, die nicht unbedingt was zu tun haben mit meinem Aufenthalt in Chile, obwohl sie größtenteils eher Chile, ja, typisch sind. Die erste Sache, die ich total lieben gelernt habe und die ich eigentlich in Deutschland auch schon geliebt habe, aber irgendwie nicht so oft gemacht habe, ist Kürbissuppe. Ich bin so ein Kürbisfan und hier ist ja gerade Winter, das heißt Kürbissaison, und in vielen Restaurants und Cafés kann man für relativ kleines Geld Kürbissuppe bestellen, also so für 4 Euro ungefähr, und dann kriegt man so ein Suppenschälchen. Und hier gibt es eine Art von Kürbis, die orange ist, beziehungsweise innen das Kürbisfleisch ist orange und außen die Haut ist aber grün. Ganz typischer Kürbis, der hier angebaut wird, aber geschmacklich gar nicht so unterschiedlich zu den anderen Kürbissorten, die man in Deutschland so bekommt. Ich habe jedenfalls schon mehrfach inzwischen Kürbissuppe in Cafés und Restaurants bestellt und habe auch schon zweimal Kürbissuppe zu Hause selber gemacht. Einmal davon ist ja mein Mixer kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Könnt ihr alles in den Fluli-Vlogs nachgucken, wenn ihr wollt. Also wenn ihr da irgendein Video verpasst habt, ich verlinke euch nochmal unten die Playlist, dann könnt ihr gerne nochmal durchscrollen und gucken, welches Video euch noch fehlt. Ich weiß, bei euch ist gerade Sommer, aber wenn ihr so richtig Bock mal wieder habt auf irgendwas anderes, es gibt ja auch zum Beispiel überbackenen Kürbis, Kürbisschiffchen aus dem Ofen. So eine kleine Rezeptidee für euch. Was ich auch wieder total lieben gelernt habe oder zum ersten Mal überhaupt lieben gelernt habe hier, was auch gerade super bei euch gerade reinpasst, ist selbstgemachtes Eis. Mit dem großen Mixer, den wir gekauft haben, da schmeiße ich einfach frisches Fruchtfleisch, das kann man gar nicht so einfach sagen, ich schmeiße frisches Fruchtfleisch in den Mixer, zum Beispiel Ananas, Papaya, Erdbeeren, und da mache ich sozusagen eine Art Saft oder Brei draus, kann auch ein bisschen Orangensaft zum Beispiel reinkippen, und dann friere ich das ein in Eisförmchen und dann gibt es einfach frisches, selber gemachtes Eis jederzeit aus dem Gefrierfach. Und dadurch, dass ich selber entscheide, was ich in dieses Eis reintue und halt zum Beispiel den Zucker weglasse und dadurch auch keine Plastikverpackung zum Beispiel entsteht, kann ich halt Eis genießen ohne schlechtes Gewissen. Oder wir können das. Und zum Beispiel auch, wenn wir Gäste hier haben, Freunde, die Kinder haben, dann ist es auch immer ein super Nachtisch für die Kinder und so.
Oder wenn wir dann hier doch mal mit ein bisschen Sonnenstrahlen gesegnet werden, dann können wir uns oben auf unsere Terrasse setzen und einfach ein Eis essen. Es ist so, so ein schönes Lebensgefühl einfach, was einem dadurch vermittelt wird. Ich weiß nicht, Eis ist echt eine tolle Sache. Absolutes Lieblingsgetränk in letzter Zeit, Pisco Sour. Super einfach zu machen, da kommt halt Pisco-Schnaps rein. Den kriegt man in Deutschland auch. Ich denke halt in größeren Supermärkten, vor allen Dingen sowas wie Kaufland oder so. Ganz, ganz viele Limonen, ausgepresste Limonen. Dann kommt noch Eiweiß rein. Und ich blende euch mal hier ein, falls noch irgendwas reinkommt. Aber die Hauptzutaten sind der Schnaps quasi, die Limonen bzw. der Limonsaft und das Eigelb. Und dann wird das Ganze im Mixer gut durchgemixt, bis es sozusagen so eine Art Eischnee gibt. Und oh mein Gott, es ist so lecker, so erfrischend. Man kann den Pisco natürlich auch weglassen, wenn man es lieber ohne Alkohol möchte. Dann hat man unterm Strich Limonada Tradicional. Und auch super Sommergetränk, ich bin so verliebt. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren, wenn ihr Lust habt. Wir trinken es eigentlich immer, wenn wir was mit Freunden machen. Also was, wo Alkohol quasi involviert ist. Oder Limonada Tradicional eigentlich immer, wenn wir irgendwo hingehen in ein Restaurant oder Café und halt was zu trinken bestellen, was quasi nicht Kaffee ist. Ein Träumchen, ich sag's euch. Kommen wir zu meinen Lieblingskleidungsstücken. Ich habe Kleidung und Käufe so ein bisschen getrennt, weil einige meiner Favoriten jetzt nicht unbedingt, also einige meiner Kleidungsfavoriten jetzt keine Sachen sind, die ich neu gekauft habe. Obwohl nicht ausschließlich. Es ist auch was Neues dabei. Nämlich unter anderem diese Hose, die ihr schon kennt. Die habe ich schon ein bisschen länger. Die ist von Calzedonia. Das heißt, die könntet ihr vielleicht sogar auch in Deutschland bekommen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, dass die auch in Deutschland vertrieben wird. Ist aber wahrscheinlich nichts für die Jahreszeit, in der ihr gerade steckt. Denn diese hier ist aus Wolle und die ist unfassbar schön warm und schmusig. Die ist halt High-Waist, sieht super schön aus und ist eine Schlaghose. Und ich lebe in der. Seit ich diese Hose habe, ist keine Woche vergangen, in der ich sie noch nicht getragen habe. Ich glaube, ich habe die Hose seit 3 Monaten. Die sieht noch aus wie neu. Die war nicht ganz günstig. Ich bin absolut verliebt. Wenn es die in Deutschland gibt, beim Calzedonia, dann verlinke ich sie euch mal unten. Aber ist vielleicht ein Tipp für euch, wenn es bei euch wieder ein wenig kühler wird und ihr irgendwas sucht, in dem ihr euch fancy fühlt, aber gleichzeitig halt auch bequem seid, wenn ihr wisst, wie ich meine. Große Liebe, diese Hose. Hammer. Dann zähle ich jetzt auch mal zu Klamotten. Mein Rucksack von Ways, mit denen habe ich eine Kooperation gehabt im März, glaube ich. Und ich habe ja 2 Rucksäcke von denen bekommen und das hier ist der kleinere Alltagsrucksack. Das ist der Mini-Daybag, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich diesen Rucksack benutzt habe. Unzählige Male. Jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe, trage ich diesen Rucksack. Bin inzwischen absolut Rucksack-over-Handtaschentyp geworden. Was ich am allermeisten liebe an diesem Rucksack, ist dieses Geheimfach hier hinten, wo ich immer meine U-Bahn-Karte drin habe. Und das kann mir einfach keiner klauen. Das ist relativ groß, das ist ungefähr so groß wie meine Handfläche. Und das ist halt genau hinter meinem Rücken, da kommt niemand hin, das ist total gut. Und insgesamt, was ich an diesen Wakes-Rucksäcken so gut finde, ist, dass die halt so detailverliebt sind und so viele Sachen so gut durchdacht haben. Zum Beispiel dieses Oberstück hier hat ja diesen Verschluss hier vorne. Hier oben ist dann ein Reißverschluss. Dadurch kann ich halt die Größe des Rucksacks verändern und so noch viel mehr Volumen transportieren. Aber jetzt als Beispiel diesen Dongle, der dann hier hängt, was ja normalerweise dieser Haken ist, um das festzumachen. Da haben sie einfach hier so voll clever so einen kleinen Schlitz und dann kann man das da reinschieben und dann ist dieses Teil einfach weg und es baumelt nichts mehr. Also das könnt ihr sehen, hier ist so eine... Hier ist das Ding. Es ist einfach so clever. Und das ist nicht die einzige clevere Sache an diesem Rucksack, sondern jedes einzelne Teilstück von diesem Rucksack ist so gut durchdacht. Ich liebe ihn im Alltag. Also große, große Empfehlung, wenn ihr einen Alltagsrucksack sucht. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall unten nochmal. Also das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingskooperationen auch gewesen, weil ich einfach schon von Anfang an wusste, dass der Rucksack so gut ist. Und er sieht auch immer noch aus wie neu. Obwohl ich den jetzt seit wann habe ich den? Den habe ich ja noch in Deutschland bekommen. Also seit über 5 Monaten trage ich den mehrmals die Woche. Nächster Fashion-Favorit ist mein neuer Wintermantel. Allerdings stelle ich euch den nur ganz kurz vor, weil ihr den nicht bekommen könnt. Der ist nämlich von La Pava. Das ist die Marke meiner Freundin. Könnt ihr auch gerne in Instagram mal schauen. Also für die von euch, die das nicht mitbekommen haben, ich habe ja eine Freundin gefunden hier, mit der ich schon ein paar Mal was gemacht habe. Und sie hat ihr eigenes Klamottenlabel La Pava. Und von diesem Label ist auch dieser Mantel hier, den ich dann gekauft habe.
Das ist ungefähr genau meine Farbe. Und was ich am allermeisten liebe, sind die vielen Taschen. Der hat einfach 4 richtig große, voluminöse Taschen. Und auch wenn die Jacke nicht so wahnsinnig warm aussieht, die ist sehr voluminös und oversized und halt wie so eine dicke Decke eigentlich. Trage ich Tag ein, Tag aus zum Gassi gehen, außer es schifft in Strömen und ich liebe sie sehr. Und ganz wichtig auch für mich, die ist super leicht. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum ich meine Jacken aus Deutschland nicht mitgenommen habe. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich schwere Klamotten anhabe, dann kriege ich Nackenschmerzen und dann Kopfschmerzen und das macht den Tag für mich insgesamt einfach unangenehmer. Deswegen bin ich Stück für Stück dabei, meine schwereren Kleidungsstücke durch leichtere zu ersetzen. Das war's auch schon mit Kleidung. Gehen wir über zum nächsten Punkt, Aktivitäten. Und das sind jetzt eigentlich hauptsächlich auch Sachen, die ihr auch machen könnt. Das sind eigentlich alles Sachen, die ihr auch machen könnt, also hat jetzt nichts mit Chile zu tun. In dem Sinn schon, weil ich mir viele der Sachen sozusagen aufgehoben hatte für Chile. Und als wir in Deutschland gerade in dieser Zwischenphase waren, habe ich mir oft gedacht, so nee, das fängst du jetzt nicht an, weil wenn du dann irgendwie was dafür kaufst, dann musst du es mit nach Chile nehmen und dies, das. Und ja, und wenn du dann in Chile bist und deinen Rhythmus hast und wenn du in Chile bist und das Wetter ist besser und bla 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 bla. Ich habe einfach alle Sachen, die ich gerne ausprobiert hätte und so viele Sachen, die mir Spaß gemacht haben, auf irgendwelche zukünftigen Zeitpunkte verschoben. Und das möchte ich einfach nie wieder machen, denn ich habe irgendwie mein Leben, habe ich auf Pause gedrückt, in der Hoffnung, dass die Zukunft besser wird. Aber der Punkt ist, wir wissen ja nie, was die Zukunft überhaupt übrig hat für uns. Wie unser Leben in Zukunft aussieht, ob irgendwas dazwischen kommt oder so. Deswegen hier ein random Appell an euch, nicht mehr auf irgendwas zu warten, sondern es direkt zu tun. Und jetzt sage ich euch die Sachen, die ich direkt getan habe und die meine absoluten Favoriten waren in letzter Zeit. Starten wir mit dem Malen. Das ist wahrscheinlich kein Geheimnis. Und ich habe absolut die Sau rausgelassen. Ich habe mir große Leinwände geholt, ich habe mir Acrylfarbe geholt. Ich wollte seit Jahren mit Acrylfarbe anfangen. Irgendwie hat sich dieses Medium Acrylfarbe für mich richtig angefühlt. Also es gefällt mir irgendwie sogar besser als Wassermalfarbe. Obwohl meine ursprünglichen Anfänge mit Kunst im weitesten Sinn im Kindesalter eigentlich alle mit Wasserfarbe mal waren. Aber Acrylfarbe spricht irgendwie mehr zu mir, ich weiß auch nicht warum. Und ich habe diese großen Leinwände und ich habe einfach so einen Spaß dabei und es fühlt sich so gut an und ich will nie wieder in meinem Leben darauf verzichten. Also das vielleicht als kleiner Reminder und als kleiner Tipp für euch. Überlegt mal, was hat euch als Kind so richtig viel Spaß gemacht? War es vielleicht auch irgendwas mit Malen? War es vielleicht Töpfern? War es irgendwas Basteln, Modellbau, Origami? Und vielleicht probiert ihr es einfach mal wieder aus. Mir macht es so viel Spaß, hat mir wieder eine ganz neue Welt eröffnet, ganz neues Hobby eröffnet und ich bin so happy damit. Dann noch eine random Sache oder random Aktivität, die mir total viel Freude bereitet. Die könnt ihr auch gerade hier im Hintergrund sehen. Und zwar diese Lampe. Und ihr fragt euch jetzt, was will sie, was für eine Aktivität erzählt sie jetzt mit dieser Lampe? Es ist auch nicht wirklich eine Aktivität, es ist eine Art von Atmosphäre. Wir haben nämlich alle unsere Lampen, die quasi nicht Deckenlampen sind oder so, sondern so Passivbeleuchtung, haben wir super, super warme Glühbirnen eingebaut, die ein total warmes, gelb-oranges Licht haben. Und jetzt immer, wenn wir im Dunkeln sind und nur diese Passivlampen anhaben, diese passive Beleuchtung, dann haben wir so eine unglaublich gemütliche Stimmung, wie als hätten wir einen Kachelofen. Und das liebe ich total. Und bin total froh, dass wir das gemacht haben. Und es ist irgendwie so eine random Sache, die aber den Alltag irgendwie so viel gemütlicher macht. Also das vielleicht auch nur so als kleine Idee, falls mal wieder eine Glühbirne kaputt geht. Dann nächste Aktivität, die ich wieder lieben gelernt habe, ist die Meditation. Habe ich ja vor ungefähr, ja, wahrscheinlich schon vor 2 Jahren angefangen, aber habe es nie regelmäßig durchgezogen. Und hatte dann Phasen, als ich noch in Deutschland war, als wir schon aus Erlangen ausgezogen waren und diesen Zwischenstand hatten. Da habe ich sehr viel meditiert. Und im Nachhinein ist mir erst aufgefallen, als ich es dann wieder nicht mehr gemacht habe, mit dem Umzug hierher und so, mit dem ganzen Stress, wie sehr mir das eigentlich gefehlt hat und wie viel von meiner kreativen Energie ich eigentlich aus der Meditation gezogen habe. Zu der Zeit dachte ich eigentlich, dass meine Kreativität daher kommt, weil wir halt im Umbruch sind und weil jetzt quasi ich nicht mehr diesen Bürojob habe und weil ich die Zeit habe und weil wir eine neue Umgebung haben und bla bla bla. Und es hat sicherlich auch mit reingespielt, dass ich kreativer war. Aber erst als ich dann aufgehört habe zu meditieren, habe ich gemerkt, dass es eigentlich auch hauptsächlich daran lag und habe es jetzt wieder angefangen und tatsächlich bin ich so viel mehr inspiriert. Das
würde ich jetzt nicht nur darauf beziehen, dass ich jetzt sozusagen eine kreative Selbstständigkeit habe, sondern ich habe auch so viele Realisationen übers Leben, über mich selbst, über Gespräche, die ich hatte, über Menschen um mich rum, auch über den Umgang mit dem Hund oder whatever, egal was. Ich finde, aus der Meditation kann man einfach so unglaublich viel lernen. Der Nachteil ist halt, oder was heißt der Nachteil, das etwas Schwierige daran ist, dass man nicht, wenn man das die ersten Male macht, den Effekt noch nicht merkt, sondern erst, wenn man ein paar Wochen oder Monate dabei geblieben ist, erst dann spürt man so richtig, was einem das bringt. Und es ist auch nicht, es geht auch nicht so, sondern es entwickelt sich so ganz langsam Stück für Stück. Und erst, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, dann merkt man eigentlich so, wow, okay, das kommt eigentlich alles durch die Meditation. Also von dem her, vielleicht ein kleiner Reminder, das mal auszuprobieren, wenn ihr das Gefühl habt, es könnte euch was bringen. Und es vielleicht auch ein bisschen länger durchzuziehen. 2 Monate vielleicht, täglich, 5 Minuten, müssen nur 5 Minuten sein. Aber ich habe das Gefühl, es bringt unfassbar viel. Lieblingsfernsehsendung war in der ARD-Mediathek. Wir haben alle Tatorte zu Ende geguckt und wir sind große Krimi-Fans. Deswegen mache ich es jetzt ganz kurz für alle von euch, um alle von euch zu verschonen, die keine Krimi-Fans sind. Aber wir haben alle Folgen von Maria Wern durchgeguckt. Gibt es in der ARD-Mediathek. Und fanden wir tatsächlich ganz gut. Also für alle von euch, die irgendwie mal eine neue halbwegs Krimiserie suchen, die vielleicht nicht so richtig hardcore ist, also die ist jetzt nicht gruselig oder so, sondern halt so, ja, dass man danach noch gut ins Bett gehen kann, weil ich mag es auch nicht, wenn man danach zu aufgewühlt ist. Für all die von euch empfehle ich Maria Wern. Noch 2 Aktivitäten, die absolut kostenlos sind und die ihr auch in Deutschland machen könnt und die ich absolut geliebt habe in der letzten Zeit. Das erste von den beiden Sachen ist Sonnenaufgänge anschauen und oh mein Gott, ich kann euch gar nicht sagen, was für ein toller Start in den Tag das ist, wenn man sich den Sonnenaufgang in Ruhe anschaut. Und damit meine ich nicht irgendwie so aus dem Autofenster im Verkehr, sondern wirklich draußen sitzen in der Kälte oder in der Frische und der Sonne dabei zu gucken, wie die über den Horizont kommt und die Farben im Himmel anschauen. Es macht mich so glücklich und es erdet mich gleichzeitig so sehr, dass ich mir eigentlich vorgenommen hatte, das jeden Tag zu tun. Aber was mich daran etwas hindert momentan, ist, dass wir einige Morgen da haben, die super bewölkt und neblig sind und dann passiert halt gar nichts am Himmel. Das heißt, man kann es ja gar nicht jeden Morgen wirklich genießen, sondern nur bei schönem Wetter sozusagen. Und der Punkt ist ja, dass der Sonnenaufgang auch nicht immer zu einer Uhrzeit ist, die passt. Bei euch ist ja gerade Sommer, das heißt, der Sonnenaufgang ist wahrscheinlich super früh um 4 oder 5 Uhr irgendwas dazwischen oder vielleicht auch schon ein bisschen später. Aber überlegt euch mal, zu welcher Tageszeit hättet ihr denn eigentlich Zeit, einen Sonnenaufgang anzuschauen? Also wenn ihr beispielsweise normalerweise um 7 in die Arbeit fahrt und um 6:30 aufsteht und ihr macht euch eine halbe Stunde fertig. Ihr könntet eine Viertelstunde früher aufstehen, also schon um 5:45 und diese Viertelstunde nutzen, um den Sonnenaufgang anzugucken, in dem Zeitraum des Jahres, in dem der Sonnenaufgang genau in diese Zeit fällt. Der Zeit des Jahres, wo der Sonnenaufgang zwischen 6.15 Uhr und 7 Uhr ist. Das sind ja, denke ich mal, schon 3 Wochen oder so mindestens. Und in dieser Zeit des Jahres könntet ihr immer jeden Früh bei schönem Wetter den Sonnenaufgang angucken und ihr müsstet nur eine Viertelstunde früher aufstehen, weil im Winter zum Beispiel ist ja der Sonnenaufgang manchmal erst um 8 oder 9. Und da ist man ja dann normalerweise schon in der Arbeit oder macht schon irgendwas anderes. Und im Sommer wiederum ist es so früh, dass man eigentlich nicht so früh aufstehen möchte. Aber irgendwo dazwischen, im Frühjahr und Herbst, fällt der Sonnenaufgang genau in den Slot, der eigentlich passt. Und bei uns ist es jetzt gerade der Fall, denn der Sonnenaufgang ist ungefähr um 6:50. Also ihr könnt ja mal in den Sonnenkalender gucken und ja, vielleicht habt ihr Lust, das mal auszuprobieren, wenn es bei euch reinpasst. Und meine letzte Favorite-Aktivität in letzter Zeit ist, mir einen Kaffee to go zu machen. Also zu Hause einen Kaffee zu machen, in der Thermoskanne und Snacks einzupacken und mich dann bei schönem Wetter in den Park zu setzen. In meiner Mittagspause zum Beispiel mit dem Hund, wenn ich Gassi gehe. Was für ein Lebensgefühl das ist, mit einem heißen Getränk im Park zu sitzen und nichts zu tun. Nicht aufs Handy zu gucken, nicht irgendwie schlechtes Gewissen zu haben, weil man eigentlich gerade Sport machen müsste oder whatever. Einfach nur sitzen, den Vögeln zuhören, die Menschen beobachten, sich die Sonne auf die Haut scheinen lassen. Es ist so schön. Und ich weiß nicht, warum ich das in Deutschland nie gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Hier denke ich mir so, oh, ich habe hier so schöne Parks und so, das muss ich jetzt unbedingt ausnutzen und dann mache ich mir den Kaffee to go und gehe hin. Aber in Deutschland denke ich mir, jetzt im Nachhinein,
Zwar gab es nicht diese schön angelegten Parks, aber es gab so viele andere schöne Ecken, wo ich das hätte tun können. Oder ich hatte ja auch damals ein Auto. Ich hätte ja auch jederzeit mit dem Auto zum Beispiel in den Wald fahren können oder zum Wald fahren können oder so. Habe ich irgendwie nie gemacht. Manchmal braucht man irgendwas, was einen wachrüttelt. Und ja, also hier euer Reminder. Macht euch einen Kaffee to go. Setzt euch in den Wald. So, und jetzt ganz zum Schluss habe ich noch drei tatsächliche sozusagen Kaufgegenstandsfavoriten, die ich super abfeiere. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich mit allen Gegenständen, die wir besorgt haben, hier super zufrieden bin. Und darüber habe ich auch schon ausführlich drüber gesprochen, dass ich sehr froh bin, dass ich das Geld in die Hand genommen habe, um ausschließlich Sachen zu kaufen, die uns wirklich gut gefallen. Und dass es für mich auch so eine Quintessenz aus dem Minimalismus ist. Jedenfalls, drei Sachen, die besonders herausgestochen sind in letzter Zeit, ist zum einen meine Pflanze im Büro, die einfach so wunderschön ist. Und ich glaube, solche Pflanzen kann man auch in Deutschland kaufen. Aus irgendeinem Grund ist mir die vorher nie so richtig aufgefallen als Pflanzenart, die als Zimmerpflanze zur Verfügung steht. Ich hatte in Deutschland sehr viel so eher so palmenmäßige Pflanzen. Die heißt Pilea, glaube ich, oder Philea. Und die hat einfach so ein saftiges, knackiges Grün. Die Blätter sehen so ästhetisch aus und durch diese runden Blattformen haben die halt auch so ein gutes Feng Shui und bringen halt so weiche Lebensfreude ins Büro. Und jeden Tag sitze ich da an meinem Schreibtisch und schaue diese Pflanze an und denke mir, wow, das ist so eine schöne Zimmerpflanze. Also, random Favorit, diese Philea, wie auch immer sie ausgesprochen wird. UFO-Pflanze nennt man sie, glaube ich, auch. Nächster Favorit ist, glaube ich, was, wo nur diejenigen von euch das nachvollziehen können, die was mit Fotografie am Hut haben. Die Sache ist, mein Vater ist eigentlich Hobbyfotograf schon immer gewesen, mein ganzes Leben. Meine ganze Kindheit habe ich damit verbracht, still in irgendwelchen Verstecken zu sitzen und auf irgendwelche Tiere zu warten, die er fotografiert. Und er hatte immer riesige Objektive, also wirklich riesige Objektive. Und ich selber hatte natürlich früher nie das Geld für ein großes Objektiv und habe jetzt auch später nie das Geld dafür in die Hand genommen. Und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, mit dem Ausblick auf die Anden und durch meine Umgebung und durch diese neuen Eindrücke, diese neuen Tiere, diese neuen Vögel, die hier um mich rum sind, dass ich halt wieder viel mehr Inspiration habe zum Fotografieren und mir eben so ein Teleobjektiv gefehlt hat, um die Tiere hier richtig gut zu fotografieren. Und ich habe es ja schon erwähnt, ich habe mir ein Teleobjektiv 100 bis 400 mm gekauft, beziehungsweise ja in Deutschland gekauft und mitbringen lassen. Also richtiger Oschi, mein allererstes Teleobjektiv. Und ich bin so verliebt und ich habe jetzt schon, ja, seit ich es habe, kein anderes Objektiv mehr auf der Kamera drauf gehabt. Ich war noch nicht draußen damit unterwegs, weil es sich noch nicht ergeben hat. Ich habe es noch nicht so lange, erst seit einer Woche. Aber was ich hier schon aus dem Fenster raus für geile Fotos gemacht habe, ich hätte, also im Nachhinein denke ich mir, hätte ich das schon früher wagen sollen. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich bereue den Kauf auf jeden Fall auf keinen Fall. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr teurer Kauf. Also auf jeden Fall im vierstelligen Bereich. Aber ich bereue es nicht und ich liebe dieses Objektiv und ich habe so viel Freude damit. Ja, also das ist mein neues großes Baby und absolute Favorite. Ja, und dann habe ich noch einen letzten Favoriten, der auch heraussticht aus allen anderen Käufen. Und das ist der Roboberto, unser neuer Staubsaugerroboter. Ihr wisst ja vielleicht, wir hatten in Erlangen einen Vorwerkstaubsauger. Der ist jetzt zum heutigen Zeitpunkt, glaube ich, 8 Jahre alt oder so. Der wohnt jetzt bei meinen Schwiegereltern. Vorwerk ist eh also Top-Qualität und unkaputtbar. Also wie gesagt, der funktioniert immer noch. Aber es hat sich halt nicht für uns gelohnt, einen 8 Jahre alten Staubsaugerroboter mit nach Chile zu nehmen. Ich wollte aber eigentlich schon wieder einen haben und habe dann lange überlegt, was wir kaufen sollen. Und habe mich dann im Endeffekt für dieses Modell entschieden, der von Roborock. Jedenfalls kann der saugen und wischen. Es ist so nice. Wir müssen einfach nichts mehr saugen. Ich habe da ein Programm eingestellt, der fährt immer automatisch die Wohnung ab, an dem einen Tag das Zimmer, an dem anderen Tag das Zimmer. Mit der Konsequenz, dass einfach zu jedem Tag der Woche und zu jeder Uhrzeit unsere Wohnung oder der Boden in unserer Wohnung sauber ist und ich einfach eine Sache weniger habe, um die ich mir überhaupt keine Gedanken machen muss. Ich lieb's. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe gelernt von damals in Erlangen und zwar haben wir keine Teppiche mehr und auch alle Möbel sind so hoch, dass der Roboter drunter fahren kann. Zum Beispiel in Erlangen konnte der Vorwerk nicht unter das Sofa und auch unter dem Bett hat er sich immer aufgehängt. Das war ein bisschen hinderlich
Und wir haben darauf geachtet, dass alles hoch genug ist. Und dadurch bleibt er auch nirgends hängen. Und ich kann mich darauf verlassen, dass immer alles sauber ist und muss eigentlich so gut wie gar nicht mehr manuell nachsaugen. Außer in manchen Ecken, wo er halt nicht hinkommt, wegen so Türstoppern, die fest in der Wand installiert sind. Oder hinter den Türen zum Beispiel. Aber ansonsten ist es einfach ein großes To-Do, Saugen und Wischen, gerade mit Hund. Ist einfach komplett von meiner To-Do-Liste verschwunden. Und ja, gleichzeitig ist die Wohnung immer sauber. Also Hammer. Aber wie gesagt, ich würde es nur empfehlen, wenn eure Wohnung und Einrichtung darauf ausgelegt ist, dass der wirklich überall hinkommt. Weil ansonsten ist es ein bisschen eine Geldverschwendung, weil dann muss man eh mit dem großen Staubsauger immer noch hinterherhelfen. Wow, was für ein super langes Video. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass es so lang wird, aber naja. Hier sind wir also am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, was ihr über das Videoformat denkt und welche anderen Kategorien ihr vielleicht noch vermisst habt, die ich jetzt hier nicht genannt habe. Und mal gucken, ob wir das Format wieder monatlich aufleben lassen können. Bis bald, ihr Lieben. Adios.